Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Minecraft Kingdom. Ja, wir sind in der nächsten Aufnahme. Das ist noch eine Urlaubsvorbereitung. Also, alles klar, Leute. Ja, was haben wir heute vor? Wir wollen heute mal ganz spontan hier weiterbauen. Ganz spontan auf 3. Ja, und ich habe es ausprobiert, ich weiß jetzt wie. Und deswegen legen wir auch gleich los. Nachdem wir einmal geknackt haben. Aber okay. So, und ab hier hoch und einmal zack ins Bett. Ja, was gibt es mit was Neues? Nö, wie gesagt, ich bin in der Urlaubsvorbereitung für meinen Urlaub. Ja, auf jeden Fall bin ich im Urlaub und, also wenn ihr diese Folge seht, bin ich im Urlaub. Und danach habe ich ein wenig vor, vielleicht nochmal ein bisschen aktiver wieder zu werden. Weil im Moment ist es echt so, ich kriege irgendwie echt nichts auf die Reihe. Irgendwie kriege ich den Arsch nicht hoch, um einfach die Folge so auszuhauen. Weiß ich nicht. Irgendwie bin ich im Moment faul, würde ich es nicht nennen, aber nicht so leistungsorientiert vielleicht. Und warum ist hier ein kleiner Babyzombie? Babyzombie ist schon mal kacke. Babyzombie ist nämlich. Ja, in Rüstung. Sagen die Pfeile. 7. Noch? Leute. Der ist down. Der ist gedroppt. Na komm. Was gab's? Shame Boots. Fire Protection. War hier nicht immer eine Tür? Hatte ich hier nicht immer eine da? Auch nicht schlecht, habe aber schnell mitgenommen. Okay. So, dann wollen wir mal hier oben weitermachen. Das habe ich bald ausgefüllt. Jetzt müssen wir hier ran. Ja, es ist im gleichen Stil gehalten wie die alle anderen Gebäude auch. Und ja, an sich eigentlich nichts Besonderes. Nur wir müssen das hier einmal rausreißen. So. Alles klar. Zack. Das haben wir. Den werde ich auch rausnehmen. Und den auch einmal. Wobei an sich müsste ich den. Nee, pass auf, wir machen das anders. Wir machen das dann nämlich so. Und das machen wir mit dem hier nämlich auch. Zack. Und mit dem auch. So. Okay. Jawohl, jetzt müssen wir hier ein Stück höher. Und zwar auf die ganz normale Höhe, also 4 Blöcke. 1, 2, 3, 4 und aua. Und 1, 2, 3. Jetzt müssen wir wechseln. 4 und aua. Aha. Jawohl. Aber den hier müssen wir noch platzieren. 1, 2, 3, 4. Und ich glaube, wir lassen den auch raus. Also die beiden werde ich, glaube ich, auch rauslassen. Aber das werden wir noch sehen. Ja. Moment mal. Aber ist das Gebäude nicht an sich eigentlich genauso hoch? Moment mal, weil das ist ja wohl eins. Moment mal, wo ist der Holzbalken? Da. Okay, 1, 2, 3, 4 und dann noch 5. Da müssen die Tiere schon noch ein höher. Verdammt. Okay, aber das machen wir gleich. Und den Eckpfeiler will ich auch platzieren. 1, 2, 3, 4, 5. Springen wir mal darüber. Und jetzt verbinden wir das nämlich schon mal schnell. Ich hoffe, das ist so richtig, aber ich meine, das dürfte so sein. So. Zack. Hab ich da schon ran? Jawohl. Wunderbar, so geht das doch. So. Verdammt. Ach, scheiße. Ja gut, müssen wir gleich mal anders machen. Müssen wir nicht anders machen. Aber so haben wir das schon mal. Jawohl, jetzt haben wir nämlich hier schon mal genug Platz, um was zu platzieren. Gut, dann dafür müssen wir nämlich einmal mit den Treppen nochmal nach unten springen. Und was essen. Ja, übrigens habe ich diesmal die Playlist auch wieder so eingefügt. In den letzten vier Folgen war sie nämlich nachträglich eingeblendet. Hat aber auch, glaube ich, keinen eigentlich gestört. Ich wollte es nur nochmal erwähnen, falls euch gewundert habt, warum ich nicht auf die Musik eingegangen bin. Sieht jetzt komisch aus. Oder? Irgendwie. Da fehlt irgendwie was. Irgendwas ist anders. Aber was? Vielleicht sollten wir diese Reihe hier auch einmal rumziehen. Und die muss hier nämlich eigentlich auch noch rein. Fällt mir gerade auf. Wenn wir aber eh schon hier gerade hingegangen sind, können wir das auch mal schnell machen. Ne, die muss hier nicht rein.
Da steht ja nichts über. Nein, das ist richtig. Sorry, Leute. Alles gut. Alles richtig gemacht. Jawohl. Nur hier müssen sie an sich hin. Oder? Oder doch nicht? Jetzt bin ich irgendwie verunsichert. Wir schauen mal nach. Wir bauen einfach weiter. Erstmal. Müssen wir uns dann selbst überlegen. Ich gucke uns in der Aufnahmepause einfach mal nach. Machen wir es so. Also erstmal ein bisschen weiter. Wolle dürfte erstmal reichen. War da zufällig noch Glas drin. Da auch mit Glas. Scheiben nicht, aber Blöcke, das langt. So. Zack. Das Papier zurück. Und weiter geht's. Zack. Ja. Ich habe übrigens was Neues überlegt, aber das eigentlich. Na, das kann ich auch hier erzählen. Ich hatte mir nämlich, mit der Spitzhacke, jawohl, Folgendes überlegt. Und zwar, es ist ja möglich, diese Flugmaschinen zu bauen. Es müsste doch jetzt, also rein von der Logik her, auch möglich sein, damit ein Dings zu bauen. So eine Art Hangar. Ich weiß auch, dass es Maschinen gibt, die in zwei Wegen fahren, also in zwei Richtungen. Weil das wäre doch mal, muss ich sagen, das wäre mal was für ein Offline-Projekt. Das mal zu versuchen zu realisieren. Ist natürlich an sich ein bisschen schwer zu realisieren, aber es geht halt, ne? Und darum geht es mir hauptsächlich. Geht es, ne? Aber es soll wohl gehen. Ja, weil du kannst ja diesen... Ich hoffe, da kennt ihr euch jetzt mit aus, weil sonst werdet ihr gleich nicht verstehen, was ich meine. Du kannst ja, lass mich das Holz wechseln, ja. Du kannst ja diese Maschinen, wie gesagt, diese Maschinen bauen. Mit Slime-Block, zwei Blöcks. Alles klar, Mann. Alles klar, Leute. Ja, und wie gesagt, damit kannst du solche Flugmaschinen bauen. Da stellst du dich halt drauf und dann fahren die, sind relativ langsam. Das funktioniert halt mit dem Prinzip, dass ein Kolben geschoben wird und dann zieht er ihn hinterher. Und dadurch zieht er ihn immer wieder hinterher. Ja, und so bewegt man sich dann vorwärts. Aber wenn ihr das schon mal gesehen habt, werdet ihr wissen, was ich meine. Für alle, die das nicht wissen, ich mache irgendwann mal ein Video dazu. Und dann werde ich euch die Idee mal vorstellen. Ne? Und vielleicht, das werde ich wobei... Ja, herzlichen Glückwunsch, Marc. Wenn ich das bauen würde, würde ich das, glaube ich, sogar offline bauen. Also nur so Feinchen, also die ganzen Rohkram würde ich hier machen. So mal zeigen, was wir da machen, wie der Fortschritt ist und so. Und dann offline das halt alles bauen, weil das dauert ewig. Ja? Da müsste ich erstmal, müsste ich die Flugrouten müsste ich ja gucken, wie muss ich überhaupt fliegen, damit ich wo hinkomme. Ja? Allein das dauert ja schon eine ganze Weile. Ja? Ich muss ja überall gucken. Ne? Ich muss ja wirklich die Koordinaten nehmen, dann muss ich eine gerade Linie ziehen, dann muss ich da wieder hinlaufen. Ja, ich erzähle das mal ganz kurz. Also ich hatte mir das so vorgestellt, die fliegen halt aber wirklich nur entweder diagonal, aber das ist schwer zu bauen, aber in der Regel gerade. Und zwar vor und zurück, wenn man möchte. Wieso ist das hier nicht autogemappt? Okay. Anderes Thema. Auf jeden Fall, wir sind uns ja ungefähr hier, dürfte ja die Base sein. Dann hatte ich mir vorgestellt, dass wir von dem Berg hier, von dem wir mal losfliegen, das ist der hier. Nee, das muss die Mutter, das ist hier. Dass wir von da aus mit diesen Maschinen einfach, ich kann es eh zeigen, hier so rüberfliegen können. Und dass wir da wieder so einen Hangar haben, der uns da wieder aufhängt. So, dass wir theoretisch damit reisen können. Okay, weite Strecken sind natürlich, sind damit schneller. Vor allen Dingen über das Meer oder so. Man könnte auch mit dem Boot fahren, aber das wäre natürlich nicht so cool. Gerade diese Idee, dass Redstone sich immer weiterentwickelt. Dass man damit immer mehr machen kann. Als dann früher die ersten Farmen aufkamen. Hey, war das denn auf? Das war ja revolutionär auf einmal. Ja, hat sich natürlich keiner irgendwie, hat keiner gedacht, so wirklich. Aber was ist jetzt eigentlich hiermit? Weil hier muss ja noch irgendwas hin. Die können wir nicht einfach so stehen lassen, die olle Kante. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Aber wir lassen es erstmal so. Ich muss sagen, es sieht aber gut aus. Also das an sich, der Look gefällt mir. Da der Balken, den lassen wir auch drin, der sieht auch gut aus. Dass wir das hier rausgenommen haben, war auch ein wichtiger und auch richtiger Schritt. Ja, ich mache einfach erstmal hier nochmal zu. Sind die hoch genug? Der ist auf jeden Fall hoch genug. Verdammt. Verdammt. Sogar beide verkackt. Jawohl, okay. Zack, zack. Okay, da müsste ich jetzt wieder einen raufsetzen. Nachdem wollten wir hier einmal markieren. Wie war das doch damit was? So. Ja, aber sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Was mit ihr? Ich mach mal kurz hier so. Sieht gut aus. Scheiben lasse ich jetzt nochmal draußen, weil ich, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung habe, dass jetzt, ob ich das richtig gemacht habe. Naja, aber das lassen wir erstmal so. So, wir könnten nochmal Lehm sammeln, weil Lehm brauchen wir eh noch. Das könnten wir mal machen.
Wobei, das kann ich auch schon zumachen. Die nehme ich wieder mit. Das mache ich zu. Das kann ich auch zu. Wobei. Ne, das lassen wir offen. Das lassen wir mal offen. Dann machen wir das anders. Ich habe da nämlich eine Idee. So. Dafür brauche ich aber eigentlich noch Holz. Na, wir nehmen das nochmal weg hier. Das überspringe ich einmal. Ich heile mich einmal ein bisschen, bevor ich hier nicht umfalle. So. Lass mich so. Ja. Okay, dann müsst ihr ja nicht. Da musst du noch ein Stück höher. Wobei, den können wir eigentlich auch abreißen, oder? Ich meine, den sieht man nachher ja eh nicht mehr. Na, den sehen wir ja nicht mehr. Weil dann würde ich sagen, machen wir hier eine Tür rein. So. Und dann kommt das theoretisch wieder zu. Moment. Ich komme da nicht ran. Doch jetzt. Alles gut. Ah, okay. Wahrscheinlich habt ihr meinen Niesen gerade voll gehört, aber echt, ich konnte das nicht aufhalten. Oh, ich hoffe, ich denke dann, das rauszuschneiden. Falls nicht, sorry Leute, hab ich vergessen. Oh, ey, wenn das so ganz plötzlich kommt, kannst du nichts gegen machen. Nichts. Null. Ja, jetzt haben wir hier so einen kleinen... Oh. Ich glaube, wir können den dann aber auch rausnehmen. Ja, dann machen wir das so. Und dann machen wir das nämlich 1, 2, 3. Und dann kann das nämlich auch wieder weg. Jawohl, jetzt muss ich schon wieder in diesen verdammte Axt. Entweder liegt das noch im Popschutz, dass der irgendwie verstaubt ist oder so. Und dass ich deswegen so niesen muss. Oder an anderen Dingen. Die hier war der nicht schön mehr. Okay, witzig ist, dass das hier irgendwie gar nicht aufgeht. Das passt irgendwie gar nicht so wirklich. Wobei das eigentlich nicht angehen darf. Ist natürlich jetzt witzig, wenn das jetzt genau der Fehler ist, ne? Wenn ich mich hier irgendwie nur blöd verzählt habe. Dann müssen wir es aber wieder hinfuschen irgendwie. Ich wüsste zwar noch nicht genau, wie wir das machen wollen. Aber uns wird dann hoffentlich was einfallen. Hoffe ich. Ich sehe ja gar nicht so verkehrt aus bis jetzt. Ne? Ne, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wobei, halt, Moment, bevor wir jetzt hier irgendwas machen. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Habe ich eine Schere dabei? Yes. Alles gut. Da geht es doch ein bisschen tackiger mit. Ich glaube nämlich, dass ich folgende Sache vergessen habe. Und zwar wird hier nämlich, da kommt hier die Steinmauer hin. Weil hier ist ja dann der Übergang. Na? Da geht dann ja bis hier, das ist ja dann ein Stein. Und deswegen scheint das jetzt so komisch. Das wäre nämlich möglich. Das wäre auch die einzige logische Erklärung, weil an sich verzielt. Ich habe ja alles abgezählt. So. Ja, und dann passt das nämlich auch wieder. So, weil dann ist das nämlich auch wieder alles mal 4. So, dann müsste hier noch einer rüber und dann könnte hier noch ein Balken. Und dann haben wir das gleiche Prinzip wieder. Ich bin mir unsicher. Ich lasse es einfach erstmal so. Wir lassen es erstmal so. Wir werden sehen. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Da kann man jetzt ein bisschen rausluschern noch auf die Straße, auf den Hof oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Wobei das hier ja der Innenhof, das ist der Innenhof, ne? Ja, haben wir hier draußen eigentlich nochmal irgendwas? Und da schon das Lagerfeuer brennt, der Wald steht, da hinten ist ein Skelett. Ich muss mir aber mal schnell mal Pfeile holen. Eigentlich wollte ich ja gar keine Pfeile holen. Na, aber das ist doch erstmal. Falls wir das nächste Mal wieder in die Höhle gehen, da werden wir es mitnehmen. Also wir knacken jetzt einmal ganz fix und schnell und dann sammeln wir noch mal ein bisschen Lehm. Schaufeln habe ich noch 2 mit. Das langt, die Chain Boots kann ich mal hier mit reinpacken. Auch die lasse ich hier und auch die Scheiben. Das kann hier bleiben. Das können wir auch draußen reinpacken gleich. Ja, Schaufeln mache ich jetzt in der Nacht noch mal schnell 2, damit wir morgen keine Zeit verlieren. So. Ja, dann begeben wir uns gleich mal zu einer kleinen Lehmsuche. Ist da noch was drin? Nein. Ich glaube, Kohle wird langsam knapp. Ich glaube, Kohle ist gar nicht mehr so viel da. Aber das gucken wir mal schnell nach. Einmal nachgucken, bevor wir jetzt hier irgendwas in Unfall passiert. Okay, doch, Kohle haben wir wohl noch genug. Ich muss sagen, wir sind recht erfolgreich. So sammelmäßig und so haben wir echt schon eine Menge zusammengetragen, obwohl ich gar nicht so viele Höhentouren gemacht habe. Na gut, das meiste war ja auch dann mit Flo im Nachhinein wieder.
jetzt mal, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Das hat ja auch jede Menge gebracht. Da dann mal schnell hin. Ich lass mal. Ich nehme mal 16 für den Notfall mit. Haben wir ja Diamantaxt mit. Wenn nicht, fällen wir uns halt schnell einen Baum so. Gut. Na gut. Okay. Lassen wir auch hier unseren Dreck. Das machen wir nochmal schnell zu Sticks. Fackeln hätte ich für den Notfall auch mit. Jawohl, dann wollen wir einmal nach oben krabbeln. Dann nehmen wir den Leiter als Starthilfe. Ich weiß nämlich schon, wo wir hin müssen. So, zack.